der Domwein-Edition 2020 und unseres Jubiläums-Domsektes. Sie wissen alle, dass wir über all die vergangenen Jahre hinweg immer einen schönen Event im historischen Ratssaal der Stadt hatten. Davon haben wir diesmal aus Ihnen sicherlich nachvollziehbaren Gründen abgesehen davon, dass wir den Raum sowieso gar nicht bekommen hätten aus Corona-Gründen. Ja, ich freue mich, wir haben bewusst den Preis klein gehalten, aber dass Sie doch in so großer Zahl gekommen sind. Von Seiten des Domkapitels freue ich mich, dass Herr Domdekan und Domkustos Dr. Pohl da ist. Von Seiten des Vorstandes des Dombauvereins ist unser Schatzmeister da, Herr Winfried Skutnik. Herr Matthias Geisert als weiteres Vorstandsmitglied, die sich beide federführend um das Thema Wein und Sekt bei uns kümmern. Schöne Aufgabe, finde ich. Und ebenfalls mitgewirkt hat bei der Auswahl unser Vorstandsmitglied Franz Gutmüll. Ja, ein herzliches Dankeschön, dass Sie so zahlreich von der Presse gekommen sind, auch in diesem kleinen Rahmen. Die anderen Herren, die ich natürlich unbedingt begrüßen muss, das sind die Anbieter unserer Domweine und des Domsektes. Von Seiten des Weingutes Anselmann ist Herr Ralf Anselmann persönlich gekommen, um hier unseren neuen Rotwein präsentieren zu können. Und ich bin Ihnen ganz besonders dankbar, Herr Anselmann, dass Sie heute da sind. Es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, denn Herr Anselmann hat heute einen halbrunden Geburtstag. Er hat es sich trotzdem nicht nehmen lassen, hier bei uns dabei zu sein. An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch. Immer was? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Also, alle anderen fangen an, ich singe die zweite Stimme, das kriegt man kann. Noch einmal gemeinsam. Erste Stimme, zweite Stimme. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. So ein Geburtstag ständig im Schatten des Doms ist schon ganz besonders. Ja, von Winzerverein Deidesheim darf ich den Geschäftsführer Herrn Steven Kergel begrüßen. Und als Anbieter unseres Jubiläums-Domsektes, in diesem Jahr als Jubiläums-Domsekt ausgezeichnet, von der Weinbiet-Manufaktur in Neustadt, Herr Dr. Bastian Rohr. Die drei genannten Herren werden nachher selbst die Weine vorstellen und Ihnen auch ein bisschen was dazu erzählen, was der Verkauf der Weine im letzten Jahr und des Sektes an Spende für den Dombauverein gebracht hat. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben davon abgesehen, ein größeres Event zu machen, weil wir denken, das passt nicht in die Zeit. Wir haben auch lange überlegt, wie wollen wir unsere Weine und den Sekt vorstellen. Nach all den schwierigen Wochen, die wir hinter uns haben, gibt es doch, denke ich, eine Aufbruchstimmung, die man überall spüren kann. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz, vielleicht zumindest um wenige Einnahmen durch Kurzarbeit. Und das muss man natürlich auch in einer solchen Situation verstehen und nachvollziehen können. Der Wein kann aber auch in einer schwierigen Zeit und der Sekt ebenso auch ein kleines Stimmungslebenselixier sein. Und so verstehen wir auch diese neuen Domweine und unseren Jubiläums-Domsekt. Er soll Optimismus verbreiten und er soll ein positives Lebensgefühl vermitteln. Und ich denke, wir können auch, müssen das auch mit Optimismus in die Zukunft blicken. Von jeder Flasche Domwein, die verkauft wurde im letzten Jahr, sind als Spende 2 Euro vorgesehen für den Dombauverein.
für den Sekt jeweils 1,50 Euro. Das sind kleine Beiträge, die jeder Mann, jede Frau, die eine solche Flasche kaufen, leisten für den Dom und sich zugleich natürlich persönlich einen kleinen Genuss gönnen können. Viele kleine Beiträge erbringen in der Summe viel. Wir haben allein an Domwein, ich habe es mal im Vorfeld zusammengerechnet, über 100.000 Flaschen in 22 Jahren schon verkauft. Beziehungsweise Sie, die Anbieter, haben dies getan. Und dementsprechend konnten wir auch Einnahmen für den Dombauverein erzielen. Das ist kein Selbstzweck, sondern all das, was wir als Dombauverein erwirtschaften, wird eingesetzt über das Domkapitel für den Erhalt unseres Kaiserdoms. Und meine Damen und Herren, wenn ich vorhin von der schwierigen Zeit gesprochen habe, in der wir leben, dann will ich auch ganz bewusst in diesem Zusammenhang den Dom ansprechen, weil nach meinem Eindruck und den Eindruck teilen andere Menschen auch, mit denen ich gesprochen habe, der Dom vielleicht noch mehr in den Blickpunkt vieler Menschen gerückt ist. Dieses Bauwerk, diese Kathedrale, die hat allen etwas zu sagen. Ob es Christen sind, ob es Nicht-Christen sind, alle Menschen können eine Botschaft von dem Dom bekommen, wenn sie dafür sensibel sind. Und die letzten Wochen, das waren ja mindestens am Anfang sehr stille Wochen. Und wenn man in diesen stillen Wochen in den Dom gegangen ist, das ist auch jetzt noch so, dann empfing einen den Besucher eine totale Stille, eine wunderbar beeindruckende Stille, so habe ich es empfunden, ich denke viele andere Menschen auch. Dessen ungeachtet wünschen wir uns natürlich, dass der Dom in Zukunft wieder viele Besucherinnen und Besucher bekommen wird, dass Sie natürlich auch dann Dominfo aufsuchen und Sie haben hier die Möglichkeit, viele Produkte, darunter eben auch unsere Domweine und den Domsekt zu erwerben. Es gibt eine Reihe weiterer Verkaufsstellen, die haben wir auf unserer Homepage stehen und dass jeder Möglichkeiten hat, sei es hier, sei es woanders, in vielen Supermärkten, anderen Geschäften, unsere Domweine und den Domsekt zu erwerben. Ja, so viel vielleicht von meiner Seite aus einleitend und ich schlage vor, dass nun drei Herren von den Weingütern ihre Weine jeweils vorstellen und ich sehe, sie haben alle auch einen größeren Scheck dabei. Den können Sie uns ja dann bei dieser Gelegenheit auch gerne präsentieren. Darf ich vielleicht dann gerade mit dem Geburtstagskind anfangen? Herr Ansenhardt, bitte. Roten Domwein mitgebracht, ein Spätburgunder aus dem Jahrgang 2018. Also insofern die logische Nachfolge vom Jahrgang. Der vergangene Domrotwein war ja ein Spätburgunder aus dem Jahrgang 2017. Auch ein trockener Wein mit dem Goldenen Preis der DLG prämiert. Und das Schöne bei diesem 18er, der vorne das sehr schöne, ja, die gleiche, sehr schöne, das Kunstwerk zeigt, das ein Dom darstellt, auf dem Rücken Etikett hat er auch sehr schön, ja, die Beschreibung, das Logo des Dombauvereins. Das Schöne ist bei diesem Wein, was mir so besonders dran gefällt, es ist ein typischer Repräsentant seines Jahrgangs, des 2018er Jahrgangs. Und 2018, das können auch meine Kollegen bestätigen, das war für uns Winzer wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk, ein ganz toller Jahrgang. Für mich persönlich einer der besten, die ich als Winzer je erlebt habe. Ein super Sommer, vielleicht fast etwas zu trocken, aber 2018 haben das die Reben noch sehr, sehr gut verkraftet, diese Trockenheit. Und die Trauben konnten ganz, ganz wunderbar reifen und blieben gesund. Auch dieser Wein hat eine sehr, sehr hohe Reife erreicht. Wir haben den am 21. September 2018 mit 103 Grad Öxle geerntet. Das heißt, im Grunde genommen erfüllt dieser Wein alle Voraussetzungen, die man für eine Auslese braucht. Also er wurde auch nicht angereichert.
Wir haben aufgrund des Verkaufspreises auf die Auslobung, Auslese verzichtet, sondern haben den dieses Jahr auf dem Rückenetikett als Spätburgunder Spätlese trocken deklariert, Prädikatswein. Also schon eine ganz, ganz besondere Delikatesse mit sehr hoher Reife. Der Wein wurde dann bei uns im Weingut sorgfältig ausgebaut und erst im Februar diesen Jahres abgefüllt. Also ist relativ jung auf der Flasche. Leider können wir nicht probieren im Moment, den Umständen geschuldet, aber ich darf ihn ein bisschen beschreiben aus meiner Sicht. Mir gefällt bei dem Wein seine schöne Struktur. Er ist kräftig, er hat aufgrund der hohen Reife und des tollen Gesundheitszustands der Trauben einen für einen Spätburgunder relativ intensive Farbe. Und im Geschmack dominieren die Fruchtaromen. Also es ist ein sehr fruchtiger Typ. Da kommt viel mit von Erdbeere, Himbeere, Kirsche, auch etwas Pflaume. Er ist trocken, also durch Gramm Restsüße, also ein ganz trockener Wein. Und sehr harmonisch, sehr samtig. Die Tannine sind sehr, sehr gut eingebunden. Dennoch, glaube ich, hat der Wein eine sehr gute Lagerfähigkeit. Ich glaube, er ist aufgrund seiner 13,5 Volumenprozent Alkohol, auch nicht zu mächtig, also er ist sehr ausgewogen. Ich denke, ein toller Essensbegleiter. Ich denke, der wird gerade sehr gut so zu Gänsebraten, Wildgerichten ganz toll passen, zu Rindfleisch. Aber jetzt auch im Sommer sicher ein guter Wein für die Grillsaison, also fürs Barbecue. Also vor allem ein Wein, der ein, glaube ich, wirklich sehr schöner, sehr harmonischer Essensbegleiter ist. Und ich denke, aufgrund seiner Qualität auch durchaus ein Wein, den sich der Freund des Speyerer Domes in den Keller legen kann. Also auch ein Wein, der unter guten Lagerbedingungen auch viele Jahre Freude macht. So viel zu dem neuen Wein, der dann jetzt in den Verkauf gehen wird. Dann habe ich aus dem Verkauf des Weins einen Scheck mitgebracht. Wir haben hier über 2700 Flaschen verkauft seit der Präsentation. Das entspricht dann einer Bruttosumme von 6600 Euro, netto etwa 5550. Und was mich jetzt auch ein bisschen stolz macht mit dieser Spendensumme aus diesem aktuellen Domweinprojekt, sozusagen die Spendensumme, die mein Weingut in den vergangenen Jahren an den Dombauverein mit Domsekten, mit Domwein überreicht hat, jetzt die 20.000 Euro übersteigen. Und ich hoffe, dass wir da auch mit diesem Domwein erfolgreich sind. Und ja, ich denke, es ist eine sehr schöne Reihe von Produkten, die hier steht. Ja, darf ich Ihnen den Scheck überreichen? Das ist ein Boden im Abstand voneinander halten. Ne? Genau, wir haben jetzt hier 1,50 Meter bestimmt eingehalten. Ja, und das ist natürlich eine schöne dekorative Form. Wir werden dann natürlich. So, ja. Für diesen stolzen Betrag, den Sie uns zur Verfügung stellen und damit den Dom, Kapitel und den Speyerer Kaiser Dom zugute kommen lassen. Alles Gute weiterhin für Ihr Weingut und ich hoffe auch für einen ebenso guten Verkauf dieses Weines auch in diesem Jahr bis zum nächsten Jahr. So, danke. Ja, schließen wir dann vielleicht gerade den Weißwein an und ich darf Sie, Herr Kergel, hierher bitten. Danke. Der Dom war vor allem mit 25 Jahren alt, aber ich glaube, mit 25 Jahre jung. Das passt dann auch besser zum Namen des Vorsitzenden und von daher auch der Blick in die Zukunft, dass der Domverein noch einige Jahre aktiv sein wird und das Schmuckstück im Hintergrund weiter unterstützen kann, durch die Weine, aber auch durch den Sekt. Ein Jubiläum muss natürlich auch mit einem Sekt begossen werden. Meine Vorredner haben die Speiseempfehlung zu den jeweiligen Weinen abgegeben, bevor sie mit dem Essen anfangen. Sekt. Ganz einfach, da braucht es nichts dazu. Und dazu natürlich den 2018er Riesling Brüt. Der ist in der zweiten Septemberwoche 2018 in der Lage Muschbacher Eselshalb geerntet worden. Nach der Vergärung des Weins dann auf die Flasche zur zweiten Gärung, traditionelle Flaschengärung, jetzt vor ein paar Wochen, dann nach 14 Monaten auf der Flasche degorgiert, also ganz frisch und die entsprechende Reife für ein sehr harmonisches Mundgefühl. Und natürlich ist das der
vierte Durchgang für uns sozusagen und den es auch natürlich hier schon in der Dominfo zu kaufen gibt. Und der Vorteil dessen, dass wir jetzt keinen Schluck ausschenken, ist natürlich die Neugier, die geweckt wird, dann die ersten Flaschen schon zu kaufen und den Betrag weiter zu erhöhen, den wir für 2020 dann in ein paar Monaten gerne überreichen. Für den 2019er kann ich auch berichten, es wurden gut 2700 Flaschen abgesetzt und dementsprechend kann ich auch hier einen runden Betrag von 5000 Euro überreichen und ja, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder die gleiche Summe oder noch ein bisschen mehr ist. Ja. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Bohr, für dieses tolle Ergebnis, dass Sie in der Tat, Sie haben gesagt, im vierten Jahr nun für uns erwirtschaftet haben. Das ist jetzt die beiden Weingüter sind seit letztem Jahr, Herr Anselmann wieder, er war es vorher schon, Anbieter der Domweine. Wir hatten im letzten Jahr zu diesem Zweck eine Weinauswahl mit Blindverkostung getroffen gehabt und wir sind sehr froh darüber, dass wir wieder mit dem Weingut Anselmann und neu mit dem Winzerverein Deidesheim zusammenarbeiten dürfen. Mit Ihnen allen dreien funktioniert die Zusammenarbeit perfekt. Und wir sind sehr froh darüber, dass wir Sie als Partner haben und hoffentlich auch beide noch weiterhin behalten dürfen. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt addiert haben im Kopf, ja, wir haben ja Leute vom Fach, die mit Zahlen umgehen können. Wenn ich nicht falsch gerechnet habe, sind hier fast 20.000 Euro zusammengekommen, die wir als Spende bekommen haben. Aus, wie ich vorhin schon sagte, aus vielen kleinen einzelnen Beiträgen. Es ist ein stolzes Ergebnis zusammengekommen. Und es müssen sich ja immer wieder alle Menschen, die sich über dieses großartige Bauwerk freuen, darüber im Klaren sein, dass so ein tolles Gebäude nicht einfach nur schön und ansprechend dasteht von alleine, sondern dass man dafür ständig etwas tun muss, und zwar sogar sehr viel tun muss, so wie es sich für jeden ordentlichen Hausbesitzer gehört, hält auch das Domkapitel den Dom im Schuss und dafür werden immerhin jedes Jahr etwa 1 Million Euro aufgewendet und diese Aufwendungen, die hier notwendig sind, die müssen natürlich erwirtschaftet werden. Und wir als Dombauverein haben es als unsere Aufgabe angesehen, sehen es auch weiterhin als unsere Aufgabe an, mit vielen, vielen Menschen zusammen. Sie haben ja gesehen, was viele kleine Beiträge ausmachen, eine Summe zu erwirtschaften, die sich jedes Jahr durchaus sehen lassen kann. Wir haben jetzt im Frühjahr entweder 130.000 Euro dem Domkapitel zur Verfügung gestellt, die wir im letzten Jahr für den Domunterhalt erwirtschaftet haben. Wir sind alle, die dazu beigetragen haben, mit Spenden, mit dem Kauf von Weinen, mit Sekt, mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Der Dombauverein ist ein sehr großer Verein. Wir sind allen dankbar, die ihren Beitrag dafür geleistet haben, dass wir das möglich machen konnten, was ich Ihnen eben geschildert habe. Herzlichen Dank dafür, dass Sie alle gekommen sind. Wenn Fragen bestehen. Bodendomwein folgt der weiße Domwein, ein Riesling, habe ich Ihnen mitgebracht aus der Lage des Deidesheimer Herrgottsacker. Name ist Programm, haben wir eben schon bemerkt. Eine Lage, die nicht nur von Reinhard May mit viel Emotion besungen wurde. Wir sind begeistert, dass Sie sich für diesen schönen, frischen, fruchtigen Riesling vor 4 Wochen entschieden haben. Es ist, denke ich, ein würdiger Nachfolger für das Deidesheimer Hofstück, welches wir im letzten Jahr Ihnen im Rathaus vorstellen durften. Das Deidesheimer Hofstück hatte dank Ihres Einsatzes viele Freunde gefunden in den letzten 12 Monaten. Es war ein schöner, frischer Riesling, aber Sie wollen jetzt natürlich Informationen zu dem neuen Riesling erfahren.
Den Herrgottsacker haben wir Mitte September letzten Jahres im Jahrgang 2019 geerntet mit 88 Grad Töxle. Ein schöner, frischer Riesling ist daraus entstanden, ausgebaut, klassisch im Edelstahl. Mein Kellermeister lächelt hier von jeder Flasche ganz glücklich. Bruno Klüpfel lässt sie schön grüßen. Und es ist ihm mit diesem Herrgottsacker gelungen, auch in den letzten, nachdem wir ihn im Februar abgefüllt haben, er lag also bis knapp ins Frühjahr auf der Feinhefe, dass wir ihn bei zwei Prämierungen mit Erfolg anstellen konnten. Gerade heute haben wir das positive Ergebnis bekommen, dass er auch bei der Deutschen, beim DLG Silber gewonnen hat. Also auch eine schöne Bestätigung des Gutnick Professor Jung für ihre gemeinsame Entscheidung vor vier Wochen. Also ein frischer, klassischer Riesling als Essensbegleiter. Sicherlich ein Wein, den man jetzt mit Blick hier rüber zum Domhof sich zu ganz klassischen Pfälzer Spezialitäten, zum schönen Saumagen beispielsweise vorstellen kann oder auch zum klassischen Schnitzel. Also ein Wein, der auch in die Spargelzeit natürlich jetzt ganz hervorragend passt. Ein frischer, fruchtiger Riesling mit leichten Anklängen von der Säure nach Stachelbeer. Und ja, wir sind gespannt, wie er heuer in Speyer, in der Pfalz ja, seine Erfolge einfährt. Erfolgreich war das Hofstück mit dem Abverkauf von 3.000 Flaschen. Nee, Entschuldigung, von 3.500 Flaschen, die wir in den letzten 12 Monaten verkaufen durften, in insgesamt 12 Verkaufsstellen um Deidesheim. Das waren Supermärkte, so wie Sie vorhin gesagt haben, Professor Jung, Rewe, Edeka, es waren aber auch gut eingeführte Fachhändler und Getränke-Großhändler hier in Speyer. Und vor allen Dingen hier sehen wir auch eine der erfolgreichsten Verkaufsstellen. Also hier wurde er mit großem Erfolg im Prinzip an viele Freunde des Speyerer Doms verkauft. Versteigern, den neuen haben wir schon im Kofferraum, also da können wir die Nachfolge sichern. Und große Ehre des Winzervereins. Wir haben die Summe von 7.000, die er eingespielt hat, das Hofstück, nochmal etwas erhöht. Und ich freue mich sehr, Professor Jung, Ihnen, dem Dombauverein, heute die Spende von 7.500 Euro im Namen des Vorstands, im Namen aller unserer Winzer vom Deidesheimer Winzerverein übergeben zu dürfen. Mit dem nötigen Abstand. Bitte schön. Auch Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses tolle Ergebnis, dass wir sogar noch nach oben etwas aufgerundet haben. Ja, und jetzt hoffen wir darauf, dass Sie auch in diesem Jahr mit diesem neuen Domwein wieder so erfolgreich, vielleicht auch noch erfolgreicher sein können als bisher. Gemeinsam mit uns ist es genau. Gelingen. Vielen Dank. So, Dankeschön. Danke. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe schon mehrfach das Wort Jubiläum Gebrauch, Jubiläum Sekt. Das hängt damit zusammen, Sie wissen es, dass der Dombauverein in diesem Jahr 25 Jahre alt wird oder genauer gesagt schon geworden ist. Es war nämlich im März dieses Jahres. Und das Erste, was wir getan haben im Angesicht des Jubiläums, war die Aufstellung des Passhotels, das Sie da hinten sehen können. Ja, und was wir uns auch schon von Anfang an gewünscht hatten, aufgrund der Corona-bedingten Umstände und auch mit einer kleinen Verzögerung, ist, dass wir uns eben auch freuen, Ihnen zusammen mit der Weinbietmanufaktur in diesem Jahr einen Jubiläums-Domsekt anbieten zu können. Und ich darf Herrn Dr. Blur bitten, dazu etwas zu sagen.